Hey, meine lieben Freunde, willkommen zurück. Ich bin gespannt. Viel wird jetzt nicht mehr kommen. Wenn es jetzt natürlich so ist, dass es jetzt nicht mehr viel ist, dann schneide ich es natürlich mit den anderen hinzu. Aber gut, wir müssen gucken. Das oh. Nichts. Wollen wir sehen, worum es wirklich geht, Delilah. Das ist doch die Welt des Outsiders. Da sind ihre Statuen wieder. Wir wissen Bescheid, dass wir diese Statuen auf die aufpassen müssen. Weil sie uns sehen können. Okay, wir schleichen uns irgendwie an. Das geht schon. Da ist er doch. Die steht genau vor ihrer Statue. Emily Caldwin, Tochter von Jessamine Caldwin, Erbin des Kaiserreichs der Inseln. Speicher mal, weil ich rufe dich aus dem Nichts. Ich rufe dich mit Ob. Das war, glaube ich, nicht. Ja, das ist mir klar. Wartet mal kurz, habe ich sie jetzt nicht betäubt? Ich hätte mit ihr erst reden sollen, ich weiß. Ersatzgemälde. Habe ich doch. Nein. Oh, oh, da kommt sie. Hallo? Oh. Hallo, ich bin eine Assassine, ist die doof, oder? Tja, welche ist wohl die echte? Das ist natürlich ein Problem. Eigentlich ist Ersatzgemälde, müssen wir nach da drüben. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt am besten handhaben. Dass sie mich nicht sieht. Eigentlich hätte ich mich vorbeischleichen sollen. Nö. Delilahs Werk. Hahaha. Sie war fleißig. Okay, das haben wir gefunden. Und jetzt? So, das Gemälde von Emily. Ach, und wo ist das? Ach, das war da hinten. Oh Gott. Na gut, das ist jetzt aber nicht so schwer. Das könnte ich schaffen. Mal habe ich das ja schon bis hierher geschafft. So, löst sich ja eh auf, genau. Erstmal muss ich hier weg. Genau. Da ist eine. Und rein theoretisch brauche ich jetzt nur noch das machen und das. Okay. Und was jetzt? Jetzt muss ich erst mal gucken, was die Mission sagt. Rein theoretisch, ich habe ja alles geschafft. Hä? Okay, das gehört immer noch dazu alles. Ich soll sie immer noch bewusstlos machen. Dass sie jetzt alle ihre Klone da auch noch bewusstlos machen, ist ja echt fies. Wo sind sie? Wie viele habe ich? Oh, ich habe nur noch 2 Bolzen, verdammt. Okay, hier ist irgendwo einer, die alleine läuft. Scheiße, das ist die hier, oder was? Oh, okay. Du passt auf deine Schwester echt gut auf.
Aber nicht auf dich hier. So, die eine da hinten. Ich weiß nicht, was die da macht. Aber die ist dumm. Guckt die gerade mich an? Scheint, hat die gerade genau in meine Richtung sich gedreht, ey. Die Ende bleibt echt da stehen. Ist ja perfekt. Okay. Was ist das hier? Der letzte Teil von Delilahs Ritual. Kauderwelsch. Außer ich beende die anderen Schritte zuerst. Nee, ich schnapp sie mir. Ich weiß nicht, ob es weit genug ist. Ich probier's. Wer denn sonst? Ah, verdammt. Okay, dann machen wir es halt doch anders. Okay. Wo sind sie? Ich brauche meine Augen. Ja, so wie du. Kommen Sie raus, dann male ich ein Porträt von Ihnen. Sehr gut. Ich mag aber keine Kunst besonders. Obwohl, deine finde ich gar nicht mehr so schlecht. So, das war jetzt die letzte. Das ist schon wieder sich aufgelöst. Okay. Nein, das können Sie nicht tun. Doch, ich finde es sehr gut so. Sie hat mein Leben genommen. Okay. Emily. Was soll ich jetzt machen? Mann, ich drücke mal den falschen Knopf. Bewusstlos. Einfach bewusstlos machen. Ich lese mal nur schnell. Kann ich das immer noch nicht lesen? Ne. Kann er jetzt aber nichts weiter anderes machen, oder? Ich betäub sie einfach nochmal. Ja. Hätte sie töten können. Aber. Nein. Oh, hier liegt gut. Vollzieh das Ritual. Ich kann es nicht lesen. Delilah, du legst da volle Kanne im Weg. Mann. Da. Jetzt. Farbe fließt. Blut fließt. Leben vergeht. Raus mit dem Alten. Rein mit dem Neuen. Du hast lange genug mit diesen Knochen gelebt. Ich werde sie finden. Ich werde siegen. Verflucht sei ich werde nicht. Mhm. Sieht aber ganz nach danach aus, dass du doch verloren hast. Ja, das war's. Wir haben es, glaube ich, geschafft. Also viel kann jetzt ja gar nicht mehr kommen, oder? Es kann doch gar nichts mehr kommen. Wir haben Emily gerettet. Oh, wir haben ein Artefakt. Ach ja, scheiße. Ich weiß welches. Wir haben das am Haus draußen. Das haben wir natürlich vergessen. Aber ich hab dran gedacht. Ich hatte mir irgendwann überlegt, verdammt, da muss ich noch dran denken. Aber ich habe nicht mehr dran gedacht. Scheiße. Naja, ist jetzt nicht so wichtig. War jetzt eh nicht sowas Tolles. Vermute ich mal. Die coolsten hatten wir ja hier gehabt. Ansonsten ganz cool. Völlig in Ordnung. Niedriger Chaosfaktor. 9 entdeckte bewusstlose Person. Egal, ist nicht so schlimm. Ich drück mal auf Fortsetzen. Keiner wird je erfahren, wie schwer es war, Emily Caldwin davor zu bewahren, lebendig tot zu sein. Ja, als Delilahs Marionette. Keiner außer dem Outsider, der alles sieht, seine eigenen dunklen Gedanken hat und mit nur wenigen spricht. Ich lernte, dass jede unserer Entscheidungen zählt. Irgendwann. Irgendwo. Ah, da ist er. Und früher oder später. Corvo. Auf Wegen, die wir nicht immer verstehen, haben wir die Konsequenzen zu tragen.
Mit 16 kam ich von Sir Cornos nach Dunwall als Kind, wurde dann zum Attentäter und einer der wenigen, der den Outsider hören konnte. Ich habe eine Kaiserin ermordet, aber ihre Tochter gerettet, die eines Tages selbst herrschen wird. Das waren meine Entscheidungen. Ich bin bereit für die Konsequenzen. Also bei meiner Story hat Corvo ihn... Ich glaube, hier wird es auch so sein, genau. Ich habe noch eine Überraschung für Sie. Ich bitte Sie um mein Leben. Als ich die Kaiserin tötete und ihre Tochter mitnahm, ist etwas in mir zerbrochen. Jetzt will ich nichts mehr als diese Stadt verlassen und aus der Erinnerung derer verblassen, die hier wohnen. Ich habe genug vom Töten. Mein Leben liegt in Ihren Händen. Treffen Sie Ihre Wahl. Das war wortgewandt vorgetragen für einen Mann mit dem Blut Unschuldiger in den Händen. Leider kennt Corvo die wahre Geschichte nicht, oder? Wie du dich in den letzten Tagen schattengleich durch das Gefängnis von Coldridge bewegt, die verworrene Unterwelt Dunwalls betreten und unverletzt verlassen und eine der größten Hexen dieser Generation mit Besonnenheit und Geschick überlistet hast. Ja. Wie du Emily Caldwin, die Tochter der Kaiserin, die erste ihres Namens, gerettet hast. Und niemand wird es jemals erfahren. Aber wie sieht das Ende von Daud aus, dem bezahlten Mörder, dem mörderischen Retter des Kaiserreichs? Das liegt nun in Corvos Hand. Schade. Ich dachte, wenn man... Oh, Chaosfaktor niedrig. Reintisch müsste er mich jetzt auch. Ja. Genauso wie ich auch in der Dishonored 3 reagiert habe. Schön! Freunde, das war nun auch die letzte DLC. Das heißt auf Deutsch, ja, wir sind jetzt gänzlich fertig mit Dishonored. Ich muss ganz ehrlich sagen, die DLCs waren insgesamt, also ich muss mal so sagen, den ersten und den zweiten muss man halt zusammenzählen. Das ist ein DLC für mich. Ist ein bisschen komisch gemacht, dass sie es hier getrennt haben. Ja. Gut, was soll ich dazu sagen? Also das ist schon eine merkwürdige Sache. Sowas habe ich bis jetzt so noch nicht erlebt, dass man DLCs nochmal auftrennt, sozusagen von einer DLC noch eine weiteren, also eine sozusagen eine DLC von einer DLC, so habe ich das gesagt letztes Mal, genau. So eine Art kann man es ja echt sehen, weil es ist ja halt so. An sich, wie gesagt, Story, super tolle Idee, hat Spaß gemacht. Hätte ich niemals gedacht, dass es so endet oder dass es überhaupt so kommt. Ich dachte eher, das geht um eine ganz... Also, dass die Person nicht jetzt unbedingt böse ist. Ich hätte was anderes gedacht. Aber gut, okay. Wie gesagt, super Teil. Dishonored sowieso ein super Game. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich mag es ja sowieso, das Game. Und ja... Mal gucken, was wir als nächstes für ein Projekt haben. Einige Projekte habe ich da noch offen, also von daher. Freunde, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier noch viel rumkriege. Es ist zu Ende, oder? Ne, ich drücke jetzt Escape. Genau, das wollen wir nämlich noch sehen. Wir haben es nämlich überlebt. Okay, mehr kommt nichts. Freunde, ich verabschiede mich und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Projekt. Ciao! Nicht vergessen, Freunde, mir noch einen Kommi zu hinterlassen. Über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr freuen. Und wenn ihr auf den aktuellen Stand bleiben wollt, dann abonniert mich doch.